Ah, gut, geht weiter. Kuya. Was du getan hast, war falsch. Aber du hast uns allen eins gegeben. Hoffnung. Hoffnung? Was? Wir wurden alle kreiert aus dem falschen Grund. Aber du allein hast unser Schicksal bestimmt. Hast du die Fei bestimmen? Nein, ich glaube nicht. Wir wollen das nicht vergessen. Wir wollen deine Erinnerung. Wir wollen deine Erinnerung auf ewig leben lassen. Um uns daran zu erinnern, dass wir nicht für die Fall aus dem falschen Grund kreiert wurden. Dass unser Leben eine Bedeutung hat. Aber warum Kuya? Was ist denn an Kuya jetzt so toll? Einige Zeit später. Einige Zeit später haben wir da Vivi. Mit einem Ticket in der Hand fängt etwa alles wieder von vorne an. Das ist also Alexandria. Da ist wieder der Kleine. Hey! Dreh mal runter, ja? Ich glaub's nicht. Vivi? Vivi? Woher weißt du meinen Namen? Worüber redest du? Ich bin's, Puck! Wie konntest du mich vergessen, Puck? Weißt du, Puck? Der Prinz von Momesia? Oh, komm schon, was ist los mit dir? Wenn du nicht Vivi bist, wer bist du dann? Ich bin... Vivis Sohn! Nein, wie geil! Ja! So viele Vivis! Cool ist das denn? Ich habe immer über dich geredet, Emero. Wie du eine ganz besondere Person für uns warst. Weil du uns alles beigebracht hast. Weil du uns allen beigebracht hast, wie wichtig das Leben ist. Das dürfte Freya sein? Freya, du wirst bald gehen, oder? Ja. Ich kann es kaum erwarten, alles wiederzusehen. Alexandria. Ich bin da vor vielen Jahren hergegangen, gewesen. Aber es ist schon mal schön auf jeden Fall. Das ist Fridley. Wie lange wird das dauern, um Bomesia wieder aufzubauen? Es kümmert mich nicht, solange ich bei dir bin. Sie hat Fridley wiedergefunden. Ich liebe dich, Freya. Oh. Und er erinnert sich nicht an unsere Vergangenheit. Ich will nur unsere Zeit jetzt genießen. Du brachtest mir bei, dass das Leben nicht ewig währt. Das ist es, warum wir den anderen helfen müssen. Und unser Leben ausleben müssen. Beatrix, das heißt Lilly, oder? Nee. Es ist Zeit, diesem Raum Lebewohl zu sagen. Schütze die Königin. Du hast mir gut gedient. Ach, Save the Queen, so heißt das Schwert. Du hast mir gut gedient. Meine Pflicht hier ist erfüllt. Leb wohl, Alexandria. Was? Selbst wenn du leb wohl sagst, wirst du immer in unseren Herzen sein. Also, ich weiß jetzt, dass wir nicht allein sind. Heißt das, er ist echt? Ups! Amaranth! Hey! Warum gehst du nach Alexandria? Lani! Die gibt's ja auch noch! Du gehst nicht? Das habe ich nie gesagt. Hey, warte! Und Lani kommt auch. Warum ich geboren war. Wie ich leben wollte. Danke, dass du mir Zeit gegeben hast, darüber nachzudenken. Queen, oh, das war so klar. Nom, 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 nom.
Gutes Essen ist nicht nur lecker. Gutes Essen wird mit dem Herzen gemacht. Schnupper, schnupper. Das ist sehr wichtig, wenn ihr für eure Freunde kocht. Schnupper, schnupper. Schnupper, schnupper. Das zu tun, was du in deinem Herzen vorgestellt hast, ist eine sehr harte Sache. Wir waren alle so tapfer. Ja, weil das Herz es festgelegt hat, weil sie es tun wollten. Beeilt euch, beeilt euch! Wir müssen da sein, bevor das Spiel beginnt. Ein Theaterstück in Alexandria. Ha. Ah, du musst dich nicht beeilen. Da ist kein Grund, sich zu beeilen. Das Theaterschiff ist keine Herausforderung für mein neues Schiff. Meine neue Hilde Agade ist das schnellste Schiff überhaupt. Muss ich dich daran erinnern? Du hast dasselbe Schiff, dasselbe über das Theaterschiff gesagt. Aha. Das ist es, was du gesagt hast. Vater? Eiko? Wie hast du mich gerade genannt? Vater? Mutter? Sag das nochmal, Eiko. Was ich tue, wenn ich mich alleine fühle, das ist das Einzige, was du mir nicht beibringen konntest. Aber das müssen wir herausfinden. Da müssen wir die Antwort für uns selbst herausfinden. Wieso Vater und Mutter? Was macht sie denn schon wieder da? Kommt jetzt Mighty Steiner. Beatrix! Wohin gehst du? Bitte frag nicht. Ich habe mich bereits entschlossen. Warte, hör mir zu! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will dich nie wieder verlieren. Aber sowas von Steiner. Lass uns zusammen die Königin beschützen. Bitte, 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 bitte. Ich bin so glücklich, dass ich alle getroffen habe. Ich wünschte, wir hätten auf mehr Abenteuer gehen können. Aber ich glaube, wir müssen alle irgendwann Lebewohl sagen. Bitte, bitte sag mir, dass das nicht passiert ist, was ich gerade denke. Okay, wir sind fast da. War eine lange Zeit, seit wir Alexandria gesehen haben. Lass uns denen eine Show bieten, die sie nie vergessen werden. Yeehaw! Alle, danke. Danke euch allen. Lebt wohl. Meine Erinnerungen werden Teil des Himmels sein. Ach nein. Nein. Nein! Das ist nicht wahr, oder? Also, das Theaterschiff wird jede Minute ankommen. Es ist so lange her. Ich kann es kaum erwarten, alle zu sehen. Aber es wird niemals wieder dasselbe sein. Ich muss die Vergangenheit ziehen lassen, loslassen. Ich muss weitergehen. Genauso wie er es mir beigebracht hat. Nein. Das ist nicht wahr, oder? Hallo Baku. Okay. Ladies and Gentlemen. Das heutige Stück geht um eine Geschichte. Heldenprinzessin Cornelia. Sie versucht aus dem Schloss zu fliehen, nur um von ihrem Vater König Leo gefangen zu werden. Die heutige Geschichte beginnt, wenn Markus und Cornelia entscheiden, zusammen wegzulaufen. Und nun, eure königliche Hoheit. I want to be your canary. Dasselbe Stück wie am Anfang. Nochmal?